Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge hier beim Frostpunk-Szenario Die Archen. Ich bin der Palzi. Wir haben mal wieder überall Probleme, aber insbesondere zu wenig Bevölkerung, aber das ist ja nun nichts Neues. Nee, die Temperaturen sind definitiv ein Problem. Die Archen frieren schon wieder, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Lochkartenrechner müsste auch bald kommen. In 2 Stunden kommen tut er auch, aber auch ein einzelner Arbeiter. Da wollen wir mal gucken. Die Leute arbeiten. Hier arbeitet niemand. Und das geht ja mal gar nicht, denn wir haben ja mal ein Automaton. Jetzt hat auch der gelbe Isländer seine Arbeitsstelle. Das hier nehmen wir bewusst in Kauf, dass die gerade frieren. Wir könnten dagegen gehen, aber im Moment ist eher so Kohle sparen angesagt, bis wir die nächste Kohletech haben, damit unsere Minen ein bisschen mehr rausholen können. Da ist der Lochkartenrechner sehr gut. So. Nächste Technologie. Also wir müssen. Wir haben 1,5 Tage. In den 2,5 Tagen brauchen wir definitiv entweder Generatorleistung oder verbesserte Heizkörper. Verbesserte Heiz, also beides bedeutet aber einen erhöhten Kohleverbrauch. Und hier der diese Mine macht 180 pro Tag, während die hier 450 macht. Das heißt 150% mehr und das sollte uns weiterhelfen. Deshalb ist das die nächste Tech. Die dauert etwa 10 Stunden, ist also erst morgen fertig. Ist aber okay. Wir haben hier ein bisschen Buffer. Müssen die dann zwar auch upgraden, aber das ist alles, ja, alles machbar, würde ich sagen. So. Denn das hier ist erst um 7 Uhr passiert, dass das losging. Das heißt, 36 Stunden wäre die Hälfte von 3 Tagen. Ich rechne jetzt gerade, das ist 1 Uhr mit, nee, 7 Uhr abends. Morgen, also am 15. Tag um 7 Uhr abends, muss das wieder bergauf gehen hier. So, dann lass laufen. Das nächste, was passieren wird, ist das Eintreffen der unbekannten Person. Oder auch nicht. Lange Stunden der Arbeit. Sir, unsere Einwohner sind erschöpft. Einige von ihnen arbeiten schon tagelang in verlängerten Schichten. Ihre Mühen fordern ihren Tribut. Sie werden unruhig. Sie haben eine Pause verdient. Ja. Sucht euch einen anderen Arbeitgeber. Ich habe euch warme Unterkünfte gegeben. Na gut, im Moment sind sie kühl, aber heute Abend sieht das schon wieder ganz anders aus. Also, Schnauze lutsche. Kann man eigentlich im Wirtshaus auch? Ne, da kann man nicht umschalten. Ich stelle die Zeit mal runter auf 1. Ups, hingefallen. Neu-Manchester, ein Ruf nach Hilfe. Sir, ein erschöpfter Mann hat unsere Stadt erreicht. Er ist halb erfroren und erzählt eine entsetzliche Geschichte. Er sagt, er stamme aus einer in der Nähe befindlichen Stadt namens Neu-Manchester. Ja, wir sind hier in Oxbridge. Hier ist wohl schöner. Die Stadt ist größtenteils von Arbeitern und ihren Familien bevölkert. Ihre Rohstoffe sind fast aufgebraucht und die Lage ist ernst. Infolge des anstehenden Sturms haben sie ein Speerteam ausgesandt, das Hilfe finden soll. Er selbst habe als einziger überlebt und nun bittet er uns um Hilfe. Wir müssen mehr herausfinden.
Lager der Expedition entdeckt. Was haben wir da noch? Rettung des Botens. Captain, der Zustand des Mannes aus Neumanchester ist kritisch. Wenn er nicht sofort Hilfe erhält, wird er ganz sicher sterben. Ja, ich hoffe, er erreicht das Zelt hier. Und ganz ehrlich, ich hätte den auch gerne. Und da bin ich bereit, Safe Scum zu machen. Bin ich wirklich? Ja, bin ich. Ne, das ist halt RNG, ob er es von da hinten jetzt hierhin schafft. Aber wir haben einen neuen Punkt auf der Karte, ne? Lager der Expedition. Das heißt, wir sollten ein Speerteam aussenden. Auch wenn das unsere Forschung wieder etwas zurückwirft. Stellen wir doch mal ein Speerteam zusammen. Hier wird nicht voll gearbeitet. Elizabeth. Und Hugh. Hier wird nicht voll gearbeitet. Cynthia und Tim. Und dann wird da nicht voll gearbeitet. Leslie. Und ich glaube, ihr werdet jetzt zum Lager der Expedition aufbrechen. So, nachdem das getan ist, nochmal der gleiche Save-Scum. Ja, überschreiben. Die drei passen doch auch da und da mit rein. So, dann wird da nämlich schon mal eine Werkstatt weniger geheizt. Ich kann mir nicht vorstellen. Überlebende erreichen die Stadt. Sir, eine Gruppe Überlebender hat unsere Stadt erreicht. Sie sind müde und brauchen einen Platz zum Ausruhen, ein Happen zu essen und wahrscheinlich medizinische Betreuung. Aber sie sind bereit zu helfen, wie auch immer sie können. Wo ist denn der? Sieht man ihn schon irgendwo? Er ist mit Sicherheit krank, irgendwo unterwegs. Die sind in der Expedition. Christopher Goer, ist er das? Das ist ein Arbeiter, das ist Christopher. Christopher Goer. Der müsste doch eigentlich zu erkennen sein, wenn er jetzt kommt hier. Irgendwo da ist er. Aber wir können uns nicht weiter um dich kümmern, Christopher. Denn hier sind wir bei den schneebedeckten Vorräten. Der Schnee, der die Kisten bedeckt, liegt zwar hoch, aber wir sind sicher, dass dort unten einige wertvolle Vorräte vergraben sind. Rohnahrung ist gut. Kostbare Vorräte. Unter einer dicken Schneeschicht entdeckt entdeckten wir mehrere Kisten voller Vorräte. Es lässt sich nicht sagen, wer sie hier zurückgelassen hat. 32 Rohnahrung sind immerhin 80. Upsi. Du brauchst noch 9 Minuten. Vielleicht gehen von da neue Spots auf. Dann warten wir die 9 Minuten eben. Gucken nochmal nach Christopher. Schalte auch wieder auf die Wärmesicht, da sieht man sie meist ein bisschen besser. Felsformation. Ein besonderer Ort im Frostland, wir können ihn als Wegpunkt für weitere Erkundungen nutzen. Unsere Suche hat nichts Wertvolles enthüllt, aber vielleicht können wir von hier aus noch vielversprechendere Orte erreichen. Der Schutzraum, verschneiter Dreadnought. Ich würde sagen, das können die auch alleine hindeichseln. Jetzt,
dann schicke ich den jetzt doch nach Hause, um den dann hinter der anderen Expedition hinterherjagen zu können. Wie lange braucht ihr? Ein Tag, 9. Oder wir schicken den so rum. Wie lange würdest du denn nach Hause brauchen? Ein Tag, 3. Nee, das lohnt nicht, die 6 Stunden. Dann... Da sind es 18 Stunden. Und bei dir 8 Stunden mehr. Von da nach da ist genauso lang wie von da nach da. Das heißt, es geht jetzt nur darum... Also du brauchst einen Tag, 2. Du brauchst 18. Das sind 8 Stunden mehr. Und du wärst ein bisschen eher zu Hause. Dann mache ich das doch so rum. Dass wir die möglichst schnell hinterherjagen können. Ja, Optimierung. So, haben wir noch irgendwas zu tun gerade? 17 Uhr. Lass erstmal laufen bis 18. Damit wir Hester dann wieder... Der Preis für Hilfe... Sir, einige Einwohner sind ruhelos. Sie sagen, dass wir in Anbetracht des kommenden Sturms unsere Mission nicht erfolgreich abschließen können, während wir Neu-Manchester helfen. Sie verstehen, dass dies eine schwierige Entscheidung ist, aber sie wollen wissen, was ihre Priorität sein wird, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, eine Wahl zu treffen. Hier würde die Unzufriedenheit steigen und hier die Hoffnung sinken. Unzufriedenheit ist aktuell... Oder ist das Graue hier? Ich werde unsere Mission nicht gefährden. Nee, das Graue war nur die Schrift selbst. War vielleicht jetzt schon ein Fehler. Das habe ich missinterpretiert. So, 18 Uhr. Die einzige, die jetzt Feierabend bekommt, ist Hester. Die aber auch gleich wieder das Wirtshaus betreiben wird. Geht erstmal essen in Ruhe. Das hat sie sich verdient, würde ich sagen. Und dann, wo ist Öhne? Wir müssten ihn eigentlich schon sehen können jetzt, ne? Wo ist er denn? Nee. Irgendwo da. Er bewegt sich auf jeden Fall. Komm, du schaffst es. Da ist er! Wir haben ihn gefunden. Christopher Gower. So, nee, nicht rauszoomen. So, ich weiß nicht, so weit. Es ist, was wollen wir bauen? Wir haben mit Stahl ein leichtes Problem. Machen hier mal ein zweites Stahldepot auf. Wir haben noch einen Platz für ihn in den Häusern. Das Einzige, was uns fehlt... sind aktuell eigentlich Rohstoffdepots. Wir haben nur noch 2. Dann
können ja theoretisch hier komplett zuballern. Ah, hier haut's wieder schon nicht hin. Aber hier in die Reihe würden wir schon drei Rohstoffdepots bekommen. Hier nur eins. Aber wie gesagt, hier kriegen wir drei hin. Eins, zwei, drei. Wir sollen natürlich auch noch einen Sträßigen bauen. Und dann hält Christopher durch. Gucken wir uns gleich an. So, es hören alle auf zu arbeiten. Overdrive, nee, ich will ihn nicht so lange anlassen. Es ist eigentlich... Es ist aber schon ganz schön schattig, ne? Die müssen eh jetzt erstmal in der Eiseskälte arbeiten. Das kann ich jetzt nicht ändern. Dampfkohlemine und dann gehen wir wieder auf Heizungstech. Andererseits würde natürlich auch Chris davon profitieren, sobald er da ist. Stunden. Können wir es uns leisten? Ja, an sich können wir uns leisten, den 10 Stunden laufen zu lassen. Schmeiß an die Kiste. So, Chris. Gib dein Bestes. Ist es jetzt eigentlich durch den Overdrive? In den zweien ist es schon warm genug. Nee, dann sind, also die zwei sind dann die Referenz. Die zwei brauchen wir aber dann nicht beheizen. Wo ist er? Da ist er. Komm, du schaffst es. Du hast den Weg fast erreicht. Gleich bist du im Kühlen. Ja, es ist nicht mehr kalt. Christopher, geh bitte zum richtigen... Wo ist er denn? Geht er zum falschen Sunny-Zelt? Das ist doch auch offen hier. Mann. Ja, wie gesagt, es ist RNG, wo sie hinmarschieren. Oh, ist das nervig. Das ist ja jetzt wirklich hoffen, beten und bangen. Schafft das? Schafft das? Oder geht er jetzt erst noch essen? Ich hoffe nicht. Er hat's geschafft. Er hat es geschafft, Christopher. Der Mann aus dem Frost. Ach, geht gar nicht. Mist. Dann heißt er nur Chris. Chris. Frosty. Goa. So. Alter Verwalter. Ja, das ist immer so ein Hoffen, Beten und Bangen, ob die durchkommen, wenn sie ankommen.
Aber es ist gut gegangen. Wir haben tatsächlich einen 46. Einwohner bekommen, haben damit das Maximum des Szenarios auch erreicht, wenn ich mich richtig entsinne. Ich bin gerade so ein bisschen glücklich, dass er es geschafft hat, der Juteste. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, ist schon 3 Uhr durch, 4 Kranke aktuell und sollten auch keinen weiteren bekommen. Sind die alle hier? Ja. Todkrank wird behandelt. So, das heißt, wir machen das mal dicht hier. Könnten überlegen, ob wir das jetzt da hinten abreißen und hier hinbringen, damit der innere Ring wirklich genutzt ist. Und da die sowieso nichts zu tun haben ab 5, würde ich sagen, ja, dann sind beide Medizinzelte hier beim oder Sanistationen. Hier bei den Häusern auch. Das heißt, sie haben einen kurzen Weg, auch wenn wir die dann nicht besetzen. So, das heißt, wir haben aber jetzt 5 Leute frei, die wieder arbeiten können. Würde ich eher hier hinten hinsetzen. Wir sind angekommen beim Lager der Expedition. Die Zelte in diesem Lager sind schäbig und heruntergekommen. Scheint vollkommen verlassen zu sein. Oh, da hinten ist das erste erfroren. Mal gut, dass wir gleich noch einen zweiten hinterher schicken können. Gefallene Helden. Wir haben die Körper der anderen Mitglieder der Expedition von Neumanchester gefunden. Ihre Vorräte waren für die Wetterbedingungen völlig ungeeignet. Dass es einer von ihnen von hier aus tatsächlich bis zu unserer Stadt geschafft hat, ist unvorstellbar. Entdeckte Orte, kaputtes Fahrzeug. Na dann weiter. Immer weiter, keine Müdigkeit. Wir müssen doch Neu-Manchester retten. So, jetzt müssten sie anfangen zu werkeln. Bis 6 Uhr lasse ich den Overdrive laufen. Du, juteste Hester, kannst wieder hier an die Arbeit gehen. Bis 6 müsste er auf jeden Fall durchhalten. Wir haben eine weitere Nacht überstanden. Das ist doch schon mal was. Ich muss durchhalten. Leute verlassen sich auf mit. Cynthia Gower, die könnte ja mit ihm verwandt sein, ne? Wo, warte mal, wo war er? Er war doch in dem Zelt da, ne? Frosty. Nee, ist aber alleine in dieser Welt. Das ist Zufall. Mal sehen, ob sich das Bild dann verändert, wenn er wieder geheilt ist. Im Moment sieht er wirklich durchgefroren bis kurz vorm Tode aus. So, 6 Uhr Overdrive aus.
Das heißt, wir müssen hier die Heizkörper wieder anschmeißen. Nahrungssituation ist gut, brauchen die Küche nicht betreiben. Alle haben Arbeit. Ich sehe auch keine Notwendigkeit, aktuell einen weiteren Automaton zu betreiben. Forschung ist jetzt Schlüssel. Wir müssen forschen und die müssen arbeiten. Die Automatone. Sobald die Tech für die Kohleminen da ist, upgraden. Am besten dann upgraden, wenn sie gerade zurück sind vom Auftanken. Da muss man halt auch irgendwie ein bisschen schauen. Wir hatten gesagt, heute um 19 Uhr müssen wir hier definitiv, also sagen wir besser 18 Uhr, fangen wir hier mit dem Beheizen auch an. Ja, es ist schattig. Gesetze. Hoffnung sinkt. Hoffnung sinkt, Unzufriedenheit steigt. Aber das bringt uns halt überhaupt nichts, das Gesetz. Wir haben ja keine Toten. Das heißt, das werde ich sowieso nicht erlassen. Definitiv nicht. Triage auch nicht, brauchen wir nicht. Duellgesetz, nein, wir können uns keine Toten leisten. Das heißt, ein Gesetz brauchen wir noch. Und wir haben nur eine Person, die das Freudenhaus betreibt. Ja, die das Wirtshaus betreibt. Ist die auch gleichzeitig fürs Hinterzimmer zuständig? Oder zapft sie vorne Bier und hinten, naja, ihr wisst schon. Falls sie du und deine Gedanken. Ja, ich muss gerade selbst grinsen und jetzt sogar lachen. Hier kommt Freudenhaus, auf geht es. Und jeder weiß, Hester hier, da, kurz mal mit dem Bein. Ach nee, das Bein bewegt sich, glaube ich, nur, wenn es an ist, das Ding. Red Lady. wenn das Ding an ist, bewegt sich ja das Bein hoch und runter. Das müssen wir uns dann mal angucken, wenn es soweit ist. Und ich musste eben gerade daran denken, dass Hester dann mit ihrem Holzbein winkt. Mann, oh Mann, oh Mann, Palzi, du. Oh. Ja. Manche Menschen können anscheinend ohne fleischliche Gelüste nicht leben. Alle Laster suchen uns wieder heim. Dafür werden wir büßen. Das sage ich euch. Also ich grinse hier immer noch vor mich hin. Also manchmal kann ich meine Gedanken auch nicht. Wie komme ich auf so einen Scheiß, ey? Du hast zu viel Fantasie, Palzi. Ja. So, der kommt hier zum Beispiel gerade zurück. Hervorragend. Dampfkohlemine erforscht. Du bist White Highlander. Arbeitest du zufällig hier? Jawohl, auf dem Weg zur Arbeit. White Highlander, soll ich dir mal was sagen? Du kannst gleich mal deine Mine upgraden. Und der Drillman ist, glaube ich, auch gerade Sprit tanken gegangen. So, aber neue Tech.
Dampfmauerbohrer ist es nicht wert. 150 Holz gegenüber 120 Holz. Hier unten, der bringt erst wieder was. Aber das ist es nicht wert. Hier sind wir aktuell durch. Ich sehe aber gerade, Technologie können wir uns dann beim nächsten Mal überlegen. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Der Gedanke an Hester, wie sie mit ihrem Holzbein winkt, euch nicht verfolgt. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei wärt. Genauso wäre ich euch dankbar, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo da zu lassen. Macht's gut, euer Palzi.